Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, hier sind wir wieder in unserem Fabriksimulator hier. Mal gucken hier, also. Da sind wir schon fast bei 10.000 Produkten hier zum Beispiel. Ja, das ist der Zähler ist halt interessant hier. Und das ist auch interessant. Der eine hier hat schon 9.484 gemacht und der ist 1.300 paar zerquetscht hier. Die alle hier. Das ist irgendwie, wobei hier hinten, oh ja, da sind wir schon bei 22.000. Gut. Und hier, ja, da, 40.000. Das ist enorm. Dass sich das Spiel hier so, also was sich das alles so merkt, das ist eigentlich enorm, was sich da, das ist eigentlich total unrelevant. Da 45.000, 50, 51.000. Ich weiß gerade, welcher Ofen hatten hier am meisten? 60.000. Der mit 60.000, das ist schon enorm. Gut, da bei den Zahnrädern, da müssen es auch ein Haufen Produkte sein, eigentlich. So, da müsste ich jetzt aber auch hergehen. Ja, jetzt merkt er was. Die Förderbänder sind wieder fertig. Die Kiste ist wieder voll, heißt es jetzt hier. So, da haben wir dann ein paar Hütchen. Ja, ist ja schon recht. Lululululul. Ah, jetzt kann er ganz schnell die Bänder holen. Die Bänder, die Zahnräder holen. Ich hole mir aber mal hier aus der Kiste. Ach, da ist Forschungs in der Tasche hier, na. Ich will mal so sein. Ich liefere das direkt aus. Pump. So. Ja, apropos Forschung. Jetzt haben wir eigentlich wieder einen neuen Punkt erreicht, wo wir hier neue Forschungspakete bauen müssen. Tja. Und ich habe einen Haufen rote Bänder in der Tasche. Ja, was baue ich denn jetzt? Militärische oder nicht? Das ist so die Sache, der Knackpunkt jetzt hier. So, ich habe viel zu viele. Ja, aber da sind auch noch ein Haufen drin, ne? Ja. Lalalala. Ich habe eine Idee. Anbieterkiste. So. Ja. Was ist das hier? Ein stinknormaler. Der liefert aus. Ja. Das sollte ich aber auch aus der Kiste später nehmen, weil sonst ist es Blödsinn. So. Der eine nimmt es nämlich, der andere dann wieder. Ja. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Warum habe ich noch einen Haufen Erz in der Kiste hier? Oder in meinem Inventar in der Kiste. Das hört sich auch an. So. Das würde ich mal los hier. Warte mal, das machen wir folgendermaßen. Wie immer. Steuerungstaste gehalten und dann auf die Dinger geklickt hier. So, schon ist mir das Erz los. Festbrennstoff. Warum habe ich Festbrennstoff in der Tasche? Das, bei manchen Artikeln frage ich mich einfach, warum. Aber das ist kein Problem. Wir haben da unten irgendwo unser Auto stehen. Auto? Auto, hallo. Wo habe ich es denn gelassen? Bin ich jetzt schon dran vorbeigelaufen? Warte mal, Karte. Da ist es. Ach, auf der anderen Seite. Da, wo man es gerade vermutet. So, und die ganze Fläche jetzt noch betonieren und dann könnten wir hier schnell laufen und so weiter. Ja, jetzt auf jeden Fall wird hier ordentlich gerodert. Und das ist auch gut so. Habe ich eigentlich noch Kohle im Inventar? Nee. So. Wo ist mein Auto? Meines ist geparkt, verdammt nochmal. Wo ist denn das? Schaut's denn hier nicht aus? Wasser, okay. Das ist nur so ein Puffer eigentlich wieder. Das muss doch hier irgendwo rumstehen. Ah, da steht's. So weit innen habe ich das geparkt. Na, ist aber gefährlich, aber naja. So. Festbrennstoff da rein.
Fahrzeugmaschinengewehr. Wartet mal. Ich kann da ein Maschinengewehr einbauen, ja. Hier. Und dann braucht man noch Panzerbrechende. Ja. Okay. Ach ja, ich könnte, aber warum auch nicht? Machen wir einfach mal, komm. So, und jetzt, wo ist das Maschinengewehr? Hallo? Ach, das hat er mir gleich hingelegt. Ach, ah ja, da ist wahrscheinlich drin. Ja, gut, die Pistole ist Blödsinn. Wie viel kann ich da, wie viel Magazin denn? 5? Das dauert auch lang. Panzer brechen, ach so. Feuergeschwindigkeit, Reichweite 15, 18, Feuergeschwindigkeit 10 plus 5. Die Pistole ist eigentlich Schwachsinn. Die kann ich eigentlich demontieren, die brauche ich nicht mehr. Komm, dann machen wir das mal. Was mache ich da gerade eigentlich für einen Blödsinn? Ich baue hier Waffen eigentlich. Im Moment brauche ich die gerade noch gar nicht. So, und jetzt habe ich mir. Ah, da braucht man natürlich Kupfer dann mehr. Okay, weil ich ja mich beschwert habe, dass man Kupfer gar nicht so viel braucht. So. Ich angel mir da mal Kupfer raus aus der Produktion. Ach, das Stahlträger braucht man dafür auch. Ach so, weil Stahlmunition ist hier Panzer bringen. Ja, wenn dann auf jeden Fall gleich gescheite Munition, sage ich mal so, ne? So. Stahlträger sind aber kein Thema, da haben wir genug. Und Stahlplatten sind eigentlich momentan auch kein Thema mehr. So. Mal ordentlich hier welche eingraben. Oh, der Schaltkreis habe ich gerade zu viele. Aber da weiß ich, wo ich welche reinpacken kann. Die hier brauchen immer wieder Schaltkreise. Und die Pistole, die zerlege ich einfach jetzt. So. Ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt. Pistole. Reverse. Ah, okay. Danke. So, und eigentlich. So. Ich behalte mal 10 für mich einfach mal so, dass ich mich wehren kann. Ich weiß gar nicht, wie man schießt. Jetzt gehe ich mal ins Fahrzeug und fahre am besten mal irgendwo hin, wo nichts passieren kann. Ja, wie feuert man denn? Wie wartet das? Hä? Oh, Blaupausen. Fahrzeug kann nicht abgekommen. Zug sein. C, X. Nee. Wie schießt man denn? Ender? Nee, Enders einsteigen. Karte. N, J, K. Kills. Hä? Was ist Kills? Logistiknetze. Oh, Hilfe! Weg! Gehen Sie, das ist, ist. Ach, das ist Chatmenü. Das ist Produktion. Aha. Ja, da kann man sehen, wie viel man produziert zurzeit.
Was 1,3 K pro M, ein bisschen mehr Erz verproduziert sogar noch. Verbrauch. Aha, da kann man sehen. Interessant. Gebäude. Was ist das? Nix. Ach, Gebäude werden nicht produziert oder was? Flüssigkeiten. Ja, da kann man gerade sehen, dass halt sehr wenig Petroleum verbraucht wird. So, das war das. Ö. I. U. Z. T. Nee, das war Forschung. Ach, wie feuert man denn? Tja. Wie feuert denn das Ding? Ins Auto einstellen. Enter, ja. Warte mal. Einstellungen. Tastaturbelegung. Spiel, Forschung, Objekt. Vorhin, was heißt da eigentlich Bodenbelag? Fremdgründer, wird krachen. Logistik, Gegenstand ablegen. Ach, mit Z legt man Gegenstand ab. Das habe ich schon mal gesucht, aber ich. Nächste Waffe, Tab. Pip. Was ist Werkzeug? Pipette? Was ist das? Crave. Inventar? Nö. Handwerk? Was ist Atlasfenster? Grundlegende Bug. Ja, ist das eine Zoomstufe oder was? Debug-Einstellungen, boah. Schwierigkeitsgrad normal anzeigen, was soll denn das? Schwierigkeit einfach anzeigen, entferne Einheit X. Primäre, was? Ach so, Editor. Ja, das bringt mir aber alles nix. Wie feuer ich denn? Wie tue ich eine Waffe abfeuern? Steht es jetzt irgendwo, Waffe abfeuern? Auf Gegner schießen, Space. Ja, aber im Fahrzeug. Ach, auf Gegner schießen. Ach so. Ich kann nicht einfach mal so irgendwie. Aber man konnte doch irgendwie mit Shift. Was ist das? Ein Raster? Das ist aber auch was Neues hier. Ne, man kann nicht einfach so. Aber das konnte man doch früher. Ach nö, schade. Ups. Also normalerweise, wenn ich so auf und Gegenstand gehalten habe. Tschüss. Na egal. Was soll's. Wow, das war knapp. So, ich park mal da unten beim Dings hier. Und jetzt hier. Tja, ich weiß nicht, immer so nur. Also man kann am Fahrzeug anscheinend nur auf Gegner schießen. Aber ich meinte, es wäre gegangen, dass man auch so schießen kann. Irgendwie, also so ähnlich wie bei Command Conquer konnte man auch einen Befehl geben, dass man auf irgendein Objekt schießt. Mit irgendwie Strick oder Shift oder sowas hier. So. Jetzt habe ich wieder Dinger weggemacht, ja. So. Habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Wie schaut es hier eigentlich aus? Ah, die Mästen hat er jetzt alle verbrannt. Ja, jetzt wollte ich eigentlich mal gucken. Wie war das mit diesen militärischen Gütern? Geschützturm, Nachtsichtgerät. Ah, dazu braucht man Strom. Und da brauche ich dann halt auch einen Kampfanzug oder einen kleinen Exoskelett. Aber das ist jetzt alles hier Blödsinn. Ich möchte wissen. Da brauche ich zum Beispiel Geschwindigkeitsmodule und die Prozessoren für militärische Sachen.
Ja, da geht's auch gleich los. Panzerbrechende Mission, Munition, Granate und Geschütztürme. Das ist schon ein Ding. Also, boah, muss ich schon mal sagen. Tja, aber dann würde ich sagen, wir machen erstmal Prozessoren, oder? Da brauchen wir 20 elektronische Schaltkreise und da weiter. Ja, oder wir tun mal. Versuchen unsere Stahlproduktion ein bisschen aufzumotzen hier. Ich meine, das haben wir eigentlich so gedacht, dass wir hier noch weiter Öfen platzieren können. Ja, das machen wir auch. Einen habe ich noch. Der ist falsch. So. Dann haben wir hier wieder. Da können wir ja schon mal so tun, als ob. So. Und das ganze Spielchen da genauso. Und dann haben wir da oben aber noch lange dazu gebaut. So. Dann brauche ich noch ein paar Öfen, das heißt, ich baue noch ein paar Betonplatten hier oder Ziegelsteine auch genannt. Und bald bricht mir hier das Stein weg hier, aber naja, bald. Da haben wir noch ein paar K, also ein paar viele Ks. So, jetzt können wir wieder 200, Quatsch, 200 bauen, ja. Schön wär's, 20 Stück bauen. So, perfekt. Gut, dann machen wir hier mal. Ich warte mal, bis das nächste Ding fertig ist hier. So. Zack, zack. Im Prinzip könnte man da immer noch weiter bauen. Müssten wir das Ding noch mal eins nach oben bauen. Das mache ich jetzt auch mal. Da biegt man ab. Super. So, das kommt weg hier. Das alte Gerempel wieder. Schau, wieder haben wir es hier. Ja, da ist jetzt mal ein Stück anderes Band. Ich müsste jetzt wieder das ganze Stück austauschen. So. So. Bubub. Ist schon recht. So. Das machen wir jetzt erstmal hier, die eine Strecke hier. Ich meine, da ist im Prinzip ein bisschen Wayne, ne? Da bräuchten wir jetzt kein schnelles Band. Das ist, ja. Sag ja, ich will ja irgendwann auf den besten Bändern überall sein und von daher, das ist auch schon gut so. So. Wenn wir hier schon so weit sind, wir haben ja hier blaue, machen wir das auch gleich so. Und das können wir auch mal. Ja, das mache ich jetzt einfach hier so nebenher immer wieder. Das ist ein Rechen hier, so ein bisschen hier. Ich habe es näher betrachtet. So, immer so zwei, dann einen größeren Abstand und wieder. Und ja,
Aber die Öfen hier, die sind einfach, die brauchen schon ewig lang. Die sind schon so wieder nachbeladen, da müssen die immer noch brutzeln her. So, jetzt würde mich halt nicht wundern, wenn irgendwann mal die Energie wieder sagen würde, hallo, wir brauchen mehr Strom. Aber tja, momentan sagt sie das halt noch nicht. So, und dann machen wir das hier noch folgendermaßen. So, Öfen haben wir noch zwei. Aber am Stahl müssen wir eigentlich auch arbeiten, weil es kann nicht sein, dass da nicht viel passiert. Im Moment haben wir es so laufen lassen. Der Forschung hat es gerade so gelangt eigentlich. Wir sind ja nicht dabei, das Spiel hier durchzurushen hier. Wir haben ja Zeit, wie ich immer so schön sage. So nach und nach alles zu begreifen und bauen. So. Hier haben wir noch ein paar Strommasten bauen. Hier müssen wir wieder tunneln. Oder wäre das hier. Moment, ich probiere mal was. Haha. Dann brauchen wir den nämlich hier nicht. So. Kann man hier nicht einfach weiterlaufen lassen. Jetzt brauchen wir hier wieder Ärmche. Das war schon wieder im Moment, dann produziere ich halt gerade mal selber welche. Ich will jetzt nicht wieder ganz hinterlaufen. Lange Ärmchen brauchen wir auch noch. Da haben wir ja genug übrig von vorhin mal noch, wo wir da mal an den Eisenproduzenten abgebaut haben. Die eine Zusatzspur, wo wir da hatten. So, ja. Naja, gut. Das reicht trotzdem halt. Das ist wirklich ja. Die Produktion braucht halt schon enorm Dinger hier. Also das kann man nicht missachten hier. Es ist einfach brutal. Jetzt könnte ich da vielleicht noch, wollen wir mal gucken. Nee. Das Eis wird zu eng hier. Das nervt. Kann hier nicht mehr her, weil. Ach Mann. Schade. Kannst du knicken. Das kannst du knicken. So. Aber würde hier. Nee, da würde nicht mehr. Da müsste das anders hier verlaufen. Ja, Moment mal. Mir kommt da schon wieder ein genialer Einfall. Aber das müsste hier dann von da bis hier laufen. Nee, weiter geht nicht. Dann halt, Fallschirm. Von da bis hier. So. Und der Rest ist Schmann. So. Das hier auch mal noch verbessern hier. So, hätte ich jetzt noch ein blaues Hütchen, könnte ich hier auch mal gucken, ob ich hier irgendwas verbessern könnte, ohne dass man hier nochmal brücken musste. Ja, das ist alles. Also, ich habe bei weitem noch nicht alle Sachen hier ausgetauscht. Bei weitem nicht. Es ist brutal. Weil was wir hier so an Dingern verlegt haben, das ist schon enorm. Hoppla, das war jetzt wieder mal Blödsinn. Vom Band erfasst und dann vertauscht hier. So. Na gut, die Forschung kann sich jetzt mal zu Tode laufen erstmal ja. Und wenn das halt nicht mehr ist, dann stauen die sich auch. Und irgendwann stauen sich auch wieder hier die Stahlwerke an. Ah, bei den Stahldingern müsste ich einfach gucken, dass ich da die besseren Geschwindigkeitsmodule baue. Also forschungstechnisch ist halt jetzt ja der Wurm drin. Oder, ja, das heißt halt. Die Sache ist die, ich brauche für die nächste Forschung die blauen Dinger.
Da brauche ich 20 Grüne und der Rest halt, naja, gut, Schwefelsäure, haben wir genug. Daran soll es nicht scheitern. Bloß bei den grünen Sachen mache ich mir Sorgen, dass die grüne Produktion hier, das hört sich jetzt lustig an eigentlich, dass die ausreichend ist. Beziehungsweise ich müsste auch mal hergehen und die ganzen Dinger hier austauschen gegen bessere Maschinen. Kann ich das denn eigentlich zurzeit? Habe ich denn zurzeit? Ja, habe ich. So. Na gut, das ist jetzt relativ egal. Ich muss so und so. Eine noch. So, okay. Dann können die schon mal schneller Schaltkreise produzieren. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Das ist wieder enorm. Was habe ich heute gemacht? Ich weiß es gar nicht. Stahl habe ich ein bisschen verbessert. Okay. Ja, gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.